In neuen Folge Lego City Undercover, heute mal ohne den Soundbug, den ich letztes Mal hatte, oder eher gesagt die Audio, die ich vergessen habe. Wir sind auf dem Weg, um Honey zu helfen, denn Honey wurde im letzten Part, also eher gesagt, hat uns angerufen und braucht unsere Hilfe, denn Kriminelle haben den neuen Polizeitruck irgendwie geklaut und wir müssen ihn jetzt retten und natürlich unseren schönen neuen Truck wieder zurückholen. Dann würde ich damit sagen, driven jetzt erstmal schnell durch, ich habe mir schnell mal einen Polizeiwagen gegönnt. Wir nehmen eine kleine Abkürzung. Alles gut gelaufen. Und da sind wir auch schon. Im letzten Part nochmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben, haben wir Kung Fu gelernt und haben neue Skills kennengelernt. Jetzt probieren wir es mal. Aber hier steht noch ein Polizeiwagen. Ist der von Honey oder von wem? Rein da. Schöner Wagen, ne? Hey, bist du da drin, Frank? Ja! Bist du das, Chase? Nee, weißt du? Bist du hier, um mich zu retten? Ja. Wer seid ihr denn? Und sag Mr. Chan, dass wir Besuch haben. Wer ist Mr. Chan? Die sind noch in der Nähe. Wir sollten leise sein. Ja, dann seid doch nicht so laut. Bro, wer seid ihr denn? Boah, wow. Aber die Stats will ich mir noch schnappen, ne? So. Zack. Boom. Ihr kommt mit mir. Zack. Kämpfst du etwa da draußen? Zufällig ja, Honey. Ah, da haben wir einen kassiert. Zack. Dich nehmen wir mal. Hier nehmen wir den. Zack. Weg mit dir. Und du brauchst nochmal eine extra Abreibung, ne? Schätze mal, die schaffen Verstärkung ran. Das würde ich in ihrer Situation. Jetzt hör doch mal auf aufzustehen die ganze Zeit. Zack, weg ist er. Das war schon. Doch, noch mehr. Ach, come on, jetzt auch noch mit Booten. Nein, ach, come on. Kannst du mir nicht erzählen. Kurz mal die Audioeinstellungen nochmal gecheckt, mit einem angenehmer. Bro, wie viele sind das? Oh, warte, kann ich den nicht einen nehmen von denen? Warte. Zack. Oh, zack. Oh nee, warte, die waren ja auch gerade in der Gruppe. Das wäre besser gewesen. Dann hätte ich alle auf einmal. Zack. Oh, wow. Bro, der hat uns mit einem Kick alle gemacht. Aua. Ich glaube, das Training hat noch nicht so Früchte getragen. Oh. Zack. Nein, nicht wieder aufstehen. Boah, weg mit dir. Weg. Weg mit dem. Du kriegst eine besondere Behandlung. Zack. Ach komm. Du willst wieder extra behandelt werden, ne? Mein lieber Freund. So, du bist jetzt zu meinem Spieler. Ich bin jetzt Fußballspieler geworden. Umso mehr ich kreise, umso gewaltiger wird das. Bro, das ist ein Kinderspiel. Oh, dürfen wir jetzt fahren? Wenn du Gas gibst, schaffen wir es noch zur Enthüllung. Mir reicht es schon, dass bestimmt. Und Alter. Ich hätte keinen Ehrgeiz. Dann natürlich. Hoffentlich schaffen wir es. Oh, aufpassen. Liz hat ja letztens unter dem Part geschrieben, ich muss ein bisschen Autofahren lernen. Ne? Jetzt haben wir den ersten Test. Chan Chuang, der ist neu in Lego City, aber schon Inhaber des größten Chop-Shops der Stadt. Was ist ein Chop-Shop? Oh. Kochen. Ein Chop-Shop ist kein Imbiss, sondern eine illegale Werkstatt, Frank. Oh, dann kann ich glaube, wir haben uns festgefahren. Jan, dieser Chan steht sicher in Verbindung zu Rex Fury. Kommen wir hier irgendwie raus? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, bis ich das Problem behoben habe, weil sonst müsst ihr jetzt sinnlos weiter warten. Chase, kannst du an der Ecke davon mal anhalten? Honey, nein. Soll ich anhalten? Okay. Macht es dir was aus, wenn ich jetzt fahre? Ellie soll sehen, dass man mir vertrauen kann. So, wir sind wieder zurück. Diesmal nicht beim gleichen Fehler. Dann kann ich die Reservierung wohl stornieren. Dieser Charme steht sicher. Leider kommt mal ein, zwei Fails mit rein. Aber natürlich ist niemand perfekt. Aber selbst im GTA kann ich besser fahren. Hey, kann nicht sein. Bro, woher kommen die denn? Macht mal einen Abflug. Wir sind besser und schneller.
Guck mal, die kommen gar nicht hinterher. Außerdem sind wir Profi-Rennfahrer als Chase McCain. Das weiß bloß keiner, ne? Nochmal drauf zurückkommen. Liz hat ja kommentiert, ne? Dass ich kein Auto fahren kann. Das wird sich irgendwann verbessern. Können aber auch nicht... Oh! Kommen wir hier unten lang? Ja. Ich hoffe mal, die schauen nicht hinten nach. Denn hier ist ein Haufen Zeug auf den Schränken gefallen. Das ist logisch, Honey. Nichts passiert, ne? Alles gut, wir sind im Polizeiwagen, alles gut. Das ist ein Riesen-Gaudi. Zack. Boah, Alter. Ich hab auch mal bei Platz hier. Den Temporegler aktiviert und dann hinten ein Nickerchen gemacht. Gut gemacht, Honey. Alter, unsere Kollegin ist schon dabei, um zu helfen. Danke. Brauche ich mal ein paar mehr einen. Zack, weg mit dir. Ich bin gerade mit dem Kopf auf den Schrank geknallt. Aber wir scheinen noch gute Leben zu haben. Wir haben bisher eins verloren. Das ist halt nicht schlecht zu sein. Aber wir haben sehr viele Gegner bei uns dran. Oh, unsere Kollegin. Nein. Oh, tut mir leid. Unsere Kollegin muss ein bisschen leiden. 3 Minuten haben wir noch. Das schauen wir easy. Wieso haben wir noch Serena an? Es geht gar nicht mehr. Da sind gar keine mehr. Sie scheinen uns nicht mehr zu folgen. Nicht schlecht, Chase. Kannst du an der Ecke davon mal anhalten? Honey, nein. Soll ja anhalten, okay. Macht es dir was aus, wenn ich jetzt fahre? Ellie soll sehen, dass man mir vertrauen kann. Oh Gott, nein. Na gut. Genieß den Augenblick des Ruhms, Frank. Ha! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Marion. Ich muss Marion. Marion Dundee, geil. Ja, da kommen wir ja schon. Smooth rübergefahren. Ruhm und Ehre interessieren würden. Mein Publikum. Der LKW, Frau Bürgermeisterin. Auf die Minute. Da bin ich mit unserem neuen LKW. Frank Honey. Honey, du machst irgendwas falsch. Honey! Honey! Boah. Sorry, Ma'am. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hey, Chief. Ach, Honey. Dundee? Honey? Waffeln? Was spielen wir? Na, was haben Sie denn erwartet mit Frank als Fahrer? Das ist alles Ihre Schuld, Marion. Wow. Echt so, Marion. Chase, ich brauche gute Neuigkeiten. Hast du Rex Fury gefunden? Ja. Na, wie hättest du ihn finden sollen? Der Chief hat dich doch vom Fall abgezogen. Ach so? Ach, tatsächlich? So kann man das nicht sagen. Stimmt's, Chase? Nein. Genau. Ich wollte ihn nämlich verdeckt einschleusen. Ach so, in, klar. Chang Chuangs Gang? Der hängt übrigens mit Rex zusammen. Ja. Krass. Das war schon kaputt, als ich ankam. Ihr euch hier unten? Tun wir. Ich gehe Dundee so gut wie möglich aus dem Weg. Und ich habe eine Spinne gesehen. Keine Ahnung, wie wir aus der Sache rauskommen sollen. Ich sehe da kein Problem. Meine Eltern kommen für den Schaden auf. Wie immer. Hä? Die sind steinreich. Das wisst ihr, oder? Ihnen gehört das Hotel in Paradise Sands. Oh. Jetzt wird mir alles klar. Jedenfalls, Chase wird verdeckt ermitteln. Und braucht neue Klamotten. Na, Glückwunsch, Chase. Oh, wir kriegen ein neues Outfit. Wie geil. Neues Outfit. Jetzt sind wir an der Cover, Chase. Oder Chase verdeckt auch genannt. Let's go. Wir haben cool freigeschaltet. Ich erkenne dich ja kaum wieder. Ja. Wer ist eigentlich dieser komische Typ hier? Okay. Ich versuche da mal in Chans Gang reinzukommen. Hoffentlich Jupp. Wurde die Brücke zur Hauptinsel wieder geöffnet. Viel Glück dabei, Chase. Das war Chase? Wir haben jetzt endlich die Brücke freigeschaltet. Das heißt, wir kommen hier endlich weiter lang. Und ich kann immer noch kein Auto fahren. Ich glaube, ich sollte mal meine Einstellung mehr überprüfen. Wir sollen jetzt zu einem Schraubtransfer von Shan Chuan. Mal gucken, was uns da vorfindet alles. Tut mir leid, ich muss hier lang. Ah, hier ist auch das Hospital von Natalia. Aber so sah die Stadt damals nicht in Chase Begins aus.
sah ein bisschen kleiner aus. Oder vielleicht wirkt es auch einfach nur für mich so. Komm schon. Ja. Alles gut, ich bin Polizist. Ich darf das. Ah, wir haben den Multiplikator schon wieder verloren. Egal. So, da müssen wir rein. Hi Chase, da du jetzt verdeckt ermittelst, hat dein Kommunikator eine neue Zusatzfunktion erhalten. Eine Aufnahmefunktion? Damit ich film-noir-mäßige Monologe halten kann? Nein. Enttäuschung stieg in mir auf. Aber ich ließ die Lady ausreden. Es ist ein Audioscanner. Richte ihn einfach auf ein Fenster, um zu hören, was in dem Raum gesprochen wird. Du musst ihn aber von einem erhöhten Punkt aus einsetzen. Er könnte sich als nützlich erweisen. Ich dankte der netten Lady und trat in die Nacht hinaus. Einfach dichter geworden. Es ist hell draußen. Viel Glück, Chase. Let's go, neue Funktion. Audioscan. Ich sollte sehen, ob ich irgendwo Hinweise mithören kann. Ja, dann müssen wir wohl nach da oben. Aber ich habe gesehen, hier an der Seite ist noch was zum Bauen. Und zwar eine Umkleidekabine, die ich im letzten Part erwähnt habe, damit ihr jetzt endlich mal seht, was das ist. Woher ich auch diesen Samurai-Skin mir geholt habe. Diese Umkleidekabine. So. Da kann man sich nämlich die Charaktere freischalten. Wir haben jetzt 6 von 17. Let's go. Ach, hier von... Ah, hier sieht man noch dieses Auto vom letzten Part. Das, nee, von diesem Part. Hast du weggeräumt. Was für letzten Part? Diesen Part. So, auf. Alter, Chase. Krass unterwegs in letzter Zeit. So, damit wir ein bisschen skippen können, aufpassen. So, hier raufstellen, Kreis. Einmal die 7 mit Peperoni und Pilzen bitte und dazu. Nee, das brauchen wir ja nicht. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du stillhalten musst? Ich male. Willst du nun, dass ich ein Porträt von dir male oder nicht? Okay, ich gehe weiter nach unten. Weiter noch. Ach, da. Nee. Ah, da müssen wir. Warum ich dich anrufe? Du bist spät dran fürs Vorstellungsgespräch. Wo steckst du? Komm sofort zu Chance Limousinenladen. Beeil dich, Mann. Glaubt man das? Okay. Dieser Bucky Butler? Das ist der, der in die Gang will? Genau, treibt sich bei der Galerie rum. Naja, da gibt's eine Menge toller kubistischer Skulpturen. Was meinst du mit kubistisch? Bucky Butler, woher kenne ich diesen Namen? Kubistisch? Ich habe ihn hochgenommen, vor 2 Jahren. Ich sollte an seiner Stelle zum Vorstellungsgespräch gehen. So komme ich vielleicht in die Gang. Das machen wir, Chase. Oh, davon ist ein Flitzer, den will ich haben. Gib mir den Flitzer. Ach man, dann nehmen wir den hier. Ach man, ich wollte mir den Flitzer schnappen. Warte, da vorne ist einer. So, den nehmen wir uns. Wenn schon Sportwagen, der muss er schon mal machen. So, eigentlich wollte ich kurz einen Skip machen, aber ich habe das hier gesehen und ich habe mir gedacht, da kann man doch safe langfahren. Yeah. Chillig. Ich habe mir nur gedacht, hier so eine Rampe, das kann man ja nochmal zeigen, dass man hier langkommt. Schade, nichts Besonderes bekommen, aber wenn schon Stunt gemacht. Ups, sorry. Wait. Geht das?
Oh, da ist ein kleines Feuerwehrauto. Da muss ich wohl später in die Werkstatt. Das sieht mir schon danach aus. Yeah. Tut mir leid, Sir. Es tut mir leid. Ja, ein bisschen. Aber wir sind ja schon fast da, ne? Tut mir leid. Einmal aufpassen. Nein, alles gut. Ups. Die arme Frau. Ach, wir haben ja schon die und noch einen Charakter eingesammelt. So lasse ich mir das loben. Paul heißt er. Hallo Paul. Ah, falsch eingebogen. Hallo Frau Polizistin, ich mache nichts Schlimmes. Hey, was soll? Ach, jetzt muss ich mir wieder so eine Audiospur holen. Ach, komm, da kann ich hinfahren. Alles gut, ich bin Polizist, ich darf das. Was hältst du von diesem? Das ist die Audiospur. Auf Wiedersehen, der Herr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, war spannend. Hab mir im Museumsladen diesen tollen Druck gekauft. Oh, man könnte meinen, es ist das Original. Ja, könnte man. Okay, ich muss los. Wusste gar nicht, dass der Laden Drucke verkauft. Hat er da geklaut? Das sind doch Polizisten. Hä, hey, warum machen die nichts? Stopp, dich kenne ich. Du bist der Kopf. Hey, die laufen vorbei. Boah, das war ja wieder ganze Arbeit, Chase. Ich will nur reden. Ach, come on, Bro. Auch keine Verfolgungsjagd. Auch noch ein Stein hinterher, einen roten. Die ja dazu dienen, dass wir Klingeltöne und sowas machen können oder Upgrades. Machst du da so nicht, Chase? Zwei haben wir schon. Ah. Schlimmer als GTA, wirklich. Und die Explosion. Halt, Polizei! So haben wir ihn. Easy. Zack. Weggesperrt. Ach Mann, wieso verhaftest du immer mich? Du warst auf dem Weg zur Chans Gang. Das True. Ist doch aber nicht strafbar. Doch. Mann, oh Mann, ich will dir ja nicht deinen Job erklären. Aber wenn du mich schon verhaften willst, dann doch lieber für das Bild, das ich geklaut habe. Du Depp. Ha? Was? Was für Depp? Scheibenkleister. Danke, Bucky. Okay, wird Zeit für das Vorstellungsgespräch. Ein E-Scooter, hallo. Das ist ein Notfall. Hey. Wir benutzen den E-Scooter. Oh mein Gott, ein Skateboard. Oh, hier ist noch ein Skateboard. Gib mir das Skateboard. Let's go. Oha. Oh mein Gott, wir können einfach mit dem Skateboard fahren. Und jetzt, zack. Oh, wir haben sogar Nitro. Was hat man mit dem Skateboard Nitro? Hier ist noch so eine Halle. Kellnerin. Ich würde mal sagen, aktivieren wir mal den Boost. Den geht's sicher gut. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Sorry, das ist ein Notfall. Mit wir den pinken Roller kurz eintesten. Angekommen mit dem neuen pinken Roller, fahren wir. Wir fahren zu der Frau wahrscheinlich. Du bist der Neue? Ach, das ist ein Mann. Yes, ups. Mir wurde ein Schlägertyp versprochen. Dazu wirkst du fast schon zu seriös. Dann brauchst du wohl eine Brille, alter Mann. Haha, schon besser.
Gut. Du musst jemanden für mich abholen. Dein ist ein Megastein. Laufen? Mit dem Wagen. Schon klar. Die Person ist Forrest Blackwell. Der Wer ist das denn? Genau der. Multimilliardär. Wird aber nicht ganz einfach werden. Blackwell wird ständig von einer Horde Paparazzi verfolgt. Sie werden versuchen, dir zu folgen. Und das mag Mr. Blackwell gar nicht. Verstanden, kein Problem. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Guter Junge. Hol ihn am Blackwell-Turm ab. Und sei freundlich. Ja, Sir. Er ist unser einziger Kunde. Ach, deswegen läuft der Laden noch. Damit würde ich sagen, wir holen uns in der nächsten Folge Forrest Blackwell ab. Und jetzt war es das für diesen Part. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Lego City Undercover. Nächstes Mal mit Forrest Blackwell, dem Multimilliardär.